Alles am Körper ist symbolisch. Seine Robe, dass er Mönch ist, steht für Genügsamkeit. Seine Körperfarbe ist golden und so weiter. Also alle Attribute, die er hat, stehen für bestimmte Eigenschaften seines Geistes. Und wenn man über den Buddha so meditiert, dann entwickelt man selber eher diese Eigenschaften auch. Wenn man einen Buddha sieht, sammelt man gute Anlagen, sogenannte Verdienste, um selber ein Buddha zu werden. Und auch die langen Ohrläppchen, die Sie vielleicht von Buddha-Statuen kennen, haben ihre Bedeutung, wie Oliver Petersen vom Tibetischen Zentrum in Hamburg erklärt. Buddhistische Ikonografie ist eines unserer Themen in der kommenden Stunde. Überhaupt dreht sich diese Ausgabe von Religionen ganz um die viertgrößte Weltreligion, denn an diesem Wochenende begehen ihre Anhänger das wichtigste Fest, Vesak. Gleich nach der Musik erfahren Sie mehr darüber, was es bedeutet und wie unterschiedlich es weltweit begangen wird. Außerdem hören Sie, wie eine buddhistische Nonne einen Frauenarzt ganz und gar von ihrer Religion überzeugte. Und wir blicken nach Bad Saarow im Berliner Umland, wo es seit kurzem ein Zentrum für Spiritual Care gibt. Ein Ort für gemeinschaftliches Leben, aber auch für Pflege und Krisenhilfe, nicht nur für Buddhisten. Buddhisten weltweit feiern an diesem Wochenende ihr größtes Fest. Vesak wird es meist genannt. Und es ist die Erinnerung an die Geburt, die Erleuchtung und den endgültigen Eingang ins Nirvana des historischen Buddha Siddhartha Gautama. 1999 wurde es von der UN-Generalversammlung als internationaler Feiertag anerkannt. Inwiefern dieses Fest zur buddhistischen Einheit beiträgt, darüber habe ich vor der Sendung mit Inken Prohl gesprochen. Sie ist Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg und besonders auf den Buddhismus in Japan spezialisiert. Zunächst habe ich sie gefragt, ob Vesak, wenn wir es mit dem Christentum vergleichen, sozusagen Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt in einem ist. Das ist eine gute Frage. Vielleicht seit den letzten 50 Jahren oder seit den letzten 80 Jahren. Bis dahin gab es ja so viele verschiedene Buddhismen weltweit, dass die Buddhisten gar nicht unbedingt einen gemeinsamen Feiertag gehabt haben. Das zum einen und zum anderen, was die Erinnerungskultur betrifft und was die Bedeutung der Erinnerung an Buddha betrifft, ist es vielleicht vergleichbar. Aber dann ist die Frage, wie alt Weihnachten, Pfingsten und Ostern sind in den einzelnen Traditionen. Sie haben gerade gesagt, es ist also ein ziemlich neues Fest. Es ist ja auch der Wunsch, damit die verschiedenen Buddhismen zu einigen. Wie kam man dazu, dieses Fest so zu positionieren und zu sagen, damit wollen wir uns zusammenfinden? Zunächst einmal war es ja bis vor 100 Jahren für die meisten Buddhisten der Welt gar nicht selbstverständlich zu wissen, dass es noch andere Buddhisten in anderen Ländern Asiens gibt. Wir haben also im 19. und 20. Jahrhundert so ein großes Erwachen dazu, dass es diese verschiedenen buddhistischen Traditionen in so verschiedenen und vielen Ländern in Asien gibt. Und dann als Reaktion auf die Kolonialzeit und als Ergebnis eines erwachten, erstarkten Selbstbewusstseins der Buddhisten gegenüber den Kolonialisten, gegenüber den Missionaren, gegenüber den Christen, hat man überlegt, dass man dieses neue Selbstbewusstsein durch einen gemeinsamen Feiertag am besten zum Ausdruck bringen kann. Und das war in der Mitte des 20. Jahrhunderts, ich glaube sogar genau 1950, dass man sich dann in Sri Lanka getroffen hat und gemeinsam beschlossen hat, also die Vertreter verschiedener Buddhismen aus verschiedenen asiatischen Ländern und gemeinsam beschlossen hat, dass dieses Vesak-Fest jetzt der Tag sein soll, auf den sich die Buddhisten einigen als großer gemeinsamer Feiertag. Trotzdem wird der nicht in allen Ländern gleichzeitig gefeiert, weil es immer noch unterschiedliche Kalenderrechnungen gibt. Ja, es gibt unterschiedliche Kalenderrechnungen. Manchmal ist es auch so, dass es zwei Vollmondtage im Mai gibt. Es soll ja an einem Vollmondtag im Mai gefeiert werden. Und dann gibt es zum Beispiel Japan, wo der westliche Kalender früher eingeführt worden ist, sodass seit langem feststeht, dass es da im April ist. Und daher die unterschiedlichen Tage. In Japan wird ja auch, soweit ich gelesen habe, diese dreifache Feier von Geburt, Erleuchtung und Erlösung aufgeteilt und am 8. April nur der Geburtstag Buddhas begangen. Sind das also drei unterschiedliche Feste? Das sind drei unterschiedliche Feste. In Japan wird dieser Tag begangen als Blumenfest. Wenn Sie viele japanische Buddhisten fragen, wer Buddha Shakyamuni ist, dann werden die sagen, wissen wir nicht unbedingt, weil wie in so vielen Ländern des Buddhismus lokale Götter, lokale Heilige eine viel größere Rolle spielen als Buddha Shakyamuni selbst.
Buddha Shakyamuni, ich habe ihn in der Anmoderation Siddhartha Gautama genannt, das ist aber der gleiche, das ist der historische, von dem da eben der Lebensweg nacherzählt wird sozusagen. Es geht um den historischen, von dem der Lebensweg nacherzählt wird, von dem aber auch Begebenheiten und Geschichten aus seinen vielen vorherigen Leben erzählt wird. Gibt es denn ein Element, was die verschiedenen Vesak-Feiern rund um den Globus vereint? Gibt es eine Sache, die eigentlich überall Buddhisten heutzutage feiern? Heutzutage überall sicherlich der Wunsch nach Einheit, der gute Vorsatz, ein tugendhaftes Leben zu führen, der Wunsch nach und die Aktivität für Frieden. Und dann würde ich trennen zwischen asiatischen Ländern, zwischen Asiaten in westlichen Ländern und westlichen Konvertierten bzw. westlichen Menschen, die mit dem Buddhismus sympathisieren. Und was machen da die unterschiedlichen Gruppen? In den meisten asiatischen Ländern geht es an diesen Feiertagen um die Feier der Gemeinschaft, des Kollektivs. Traditionellerweise geht es ja bei religiösen Feiertagen meistens darum, die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Tempel oder einer anderen religiösen Institution zu demonstrieren und damit auch den festen Platz in der Gemeinschaft. Und dann geht es in den asiatischen Ländern, wie bei den meisten Feiertagen und Festlichkeiten, darum, durch das Geben von Geschenken, also durch die Gabe, gutes Karma oder auch Tugendpunkte oder auch bessere Chancen für göttliche Wohltaten zu bekommen. Also so ein Deal, den man macht an diesen ganzen Tagen, indem man etwas gibt, bekommt man etwas wieder von den als transzendent gedachten Wesen des Buddhismus oder Buddha Shakyamuni selbst. In den westlichen Ländern gibt es ja viele buddhistische Immigranten oder Asiaten, die jetzt hier ganz normal leben, aber ihre Tradition mitgebracht haben. Und hier ist es wie bei vielen Feiertagen, den Immigranten mitbringen, so eine Möglichkeit, die eigene Kultur zu feiern und sich der Zugehörigkeit zu vergewissern. Und dann haben wir das Vesak-Fest in den westlichen Ländern, in Europa, in Deutschland ja auch und in den USA, was hier gemacht wird, ist vor allen Dingen auch ein großes und sichtbares Bekenntnis zum Buddhismus, Wunsch nach Einheit und Frieden, aber dann ist es vor allen Dingen auch eine Möglichkeit zur Mission oder zur Information über den Buddhismus. Prozessionen gehören überall dazu? Prozessionen gehören überall dazu. In den asiatischen Ländern sind es Prozessionen, bei denen gefeiert, gezeigt wird, Bilder aus den Lebensgeschichten des Buddha, während es in den westlichen Ländern vor allen Dingen alle möglichen kulturellen asiatischen Darbietungen sind. Sie haben schon gesagt, Vesak feiert man in einer Vollmondnacht im Mai. Es sollen auch Vollmondnächte gewesen sein, in denen diese drei großen Ereignisse in Buddhas Leben passierten, seine Geburt, seine Erleuchtung und sein Erlöschen. Hat denn der Mond eine rituelle oder der Vollmond eine rituelle Bedeutung im Buddhismus? Die rituelle Bedeutung, dass es ein besonderes Ereignis ist, was ja besonders hervorsticht. Insofern werden bedeutsame religiöse Ereignisse häufig, wenn sie aufgeschrieben werden, erinnert werden. Also es wird ihnen zugeschrieben, dass es immer bei Vollmond passiert ist. Der Buddhismus wird ja in Deutschland sehr in Verbindung mit Konzepten wie Meditation und Achtsamkeit wahrgenommen, hatte auch einen gewissen Zulauf. Dennoch ist das Vesak-Fest hierzulande wenig bekannt, vielleicht abgesehen von den großen Städten, wo das mittlerweile so zu den Stadtfesten gehört. Woran liegt das, dass dieses Fest sonst so wenig bekannt ist? Akzeptiert man oder nimmt man hier nur die Konzepte der Religion auf, die irgendwie mit unserem westlich-säkularen Leben vereinbar sind? Diejenigen, die sich für Buddhismus interessieren, sind ja häufig solche, die sich von den institutionellen Religionen loslösen wollen und gerade nicht das, was mir so als leere Rituale oder langweilige Feierlichkeiten oder nur Feier der Kirche von sich selbst, was wir so damit bezeichnen, das soll ja gerade nicht sein, sondern es geht um eine individuelle Suche nach Selbst oder eine individuelle Bearbeitung des Selbst durch Meditation oder auch eine Glückssuche durch Achtsamkeit. Und das, was bei Vesak gemacht wird, ist ja gerade wieder die Feier des Kollektiven, der Erinnerung, der Institution. Es wird zum Ausdruck gebracht, die Verbindung von Individuum mit dem Kollektiv, aber auch mit der Institution der Tempel. Und ich denke, dass das der Grund ist, warum im Westen dieses Vesak-Fest, was eher so für eine traditionelle Religion steht, nicht so bekannt ist wie Meditation und Achtsamkeit. Vielen Dank, Inken Prohl, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Heidelberg.
Sie hören Religionen im Deutschlandradio Kultur und wir beschäftigen uns weiter nicht nur mit dem Buddhismus, sondern ganz konkret mit Buddha. Denken Sie, wenn Sie diesen Namen hören, auch gleich an einen freundlich, leicht entrückt, lächelnden, etwas untersetzten Mann, der im Lotussitz meditiert? Solche Buddha-Statuen sind vielerorts zu sehen. Weniger bekannt ist, dass alles daran eine Symbolik hat, die auf die Lehre Buddhas verweist. Eine solche Symbolik findet sich auch beim Stupa, dem ältesten buddhistischen Heiligtum, dessen Form auf den Grabhügel des Religionsstifters zurückgehen soll. Mechthild Klein hat sich im tibetischen Zentrum in Hamburg die Elemente der buddhistischen Ikonografie zeigen und erklären lassen. Im Garten des tibetischen Zentrums in Hamburg steht ein rund 3 Meter hohes, weiß angemaltes Stufengebilde. Es ist ein Stupa, wie er in vielen buddhistischen Klöstern und Tempeln zu finden ist. Ein eng mit der buddhistischen Lehre verknüpfter Sakralbau. Der Stupa steht grundsätzlich für den Geist des Buddha, sagt Oliver Petersen, langjähriger Meditationslehrer am tibetischen Zentrum in Hamburg. Nach dem Verscheiden des Buddha hat man ein Stupa mit Reliquien des Buddha errichtet an 8 Stellen in Indien. Aber auf jeden Fall geht es ursprünglich auf eine Art Grabhügel zurück, hat dann aber eine äußerst komplexe Symbolik über den gesamten buddhistischen Pfad erhalten. Das heißt so, dass da das Spezifische des Buddhismus dann auch zu sehen ist. Zunächst ist da ein Fundament, eine Art quadratischer Unterbau. Der ist quasi der Thron, der den Stupa trägt. Auf diesem Thron sind Verzierungen wie Löwen, Blumen und Vajras angebracht. Vajras sind ursprünglich Donnerkeile, die im tibetischen Buddhismus als Ritualgegenstände dienen. Wie alle Verzierungen haben sie eine Bedeutung. Löwen stehen erstmal für die Kraft und Furchtlosigkeit eines Buddhas, insbesondere die Schneelöwen, die als sehr kostbar und selten gelten. Die Vajras stehen für Unzerstörbarkeit und Untrennbarkeit. Es sind bestimmte tiefe Geisteszustände, aber es ist auch ein gutes Omen dafür, dass der Lehrer lange anwesend bleibt und Buddhas Wirken weitergeht. Auf dem Sockel des Stupa liegen 5 weitere viereckige Elemente. Es folgt eine Halbkugel wie eine Art Kuppel. Den Abschluss bildet ein viereckiger Stein, gekrönt von einer Standarte mit stilisierter Sonne und Mond. Im Buddhismus werden die verschiedenen Bauteile mit einer komplexen Symbolik verknüpft. Die 5 Stufen stehen für verschiedene Konzepte auf dem Weg zur Erleuchtung. Die erste Stufe symbolisiert die 10 heilsamen Handlungen. Das ist die grundlegende Ethik sozusagen. Und darauf aufbauend geht es dann weiter mit einem Fries, der eben für die 4 Arten der Achtsamkeit steht. Dann gibt es 4 Arten der Tatkraft auf dem nächsten Fries. Dann gibt es 4 Kräfte für Konzentration auf dem nächsten. Über die Inhalte können Buddhisten stundenlang philosophieren. Es gibt auch eine kosmologische Deutung, bei der die Bauelemente für Götter, Himmel, Erde und Unterwelt stehen. Auf Buddhas Lehre bezogen symbolisiert die Kuppel die 7 Erleuchtungsglieder, also Tugenden wie Achtsamkeit oder Sanftmut, die man auf dem Weg zur Erleuchtung entwickelt. Die Achse darüber zeigt den Stufenweg der Erleuchtung an, den man in der Meditation durchlaufen muss. Am Ende dieses Prozesses steht die verwirklichte Buddhaschaft. Ganz oben auf dem Monument befinden sich noch Sonne und Mond als Symbol für Mitgefühl und Weisheit. Dann auf der Spitze gibt es noch eine Art Juwel, das den Abschluss bildet. Jeder Stupa ist aus den gleichen Elementen zusammengesetzt und enthält meist Reliquien wie Buddha-Bilder, Asche oder kleine Schriftrollen mit heilbringenden Mantras. Wer den Stupa im Uhrzeigersinn umrundet und so die Lehre Buddhas verinnerlicht, soll gutes Karma ansammeln, heißt es. Damit erhöht man seine Chancen auf eine bessere Wiedergeburt. Doch nicht nur der Stupa, auch jede Buddha-Figur soll an die buddhistische Lehre erinnern. Selbst der Sockel unter dem Thron des Buddha steckt voller Symbolik. Das hier oft abgebildete Rad steht für seine Lehre. Ist das Rad von 2 Gazellen flankiert, soll an Buddhas erste Predigt nach seiner Erleuchtung im Gazellenhain von Sarnath erinnert werden. Für einen praktizierenden Buddhisten sind das Verehrungsobjekte, die auch nicht einfach nur aufgestellt werden, weil sie schön sind, sondern wenn es korrekt geschieht, auf einem Altar, vor dem man sogenannte Opfergaben darbringt, zum Beispiel jeden Morgen Wasserschälchen. Und dann kann man Lichter entzünden, wie man das in der Kirche auch tut, Räucherstäbchen, Blumen hinstellen. Dann setzt man sich vor seinen Altar und macht dort seine Meditation.
Im Unterrichts- und Meditationsraum des tibetischen Zentrums in Hamburg sind eine Fülle von goldenen oder weißen Buddha-Figuren und Bodhisattvas zu sehen. Während die Buddha-Figuren entweder den historischen Buddha Gautama oder eine seiner Vorgängererscheinungen darstellen, die alle die Erleuchtung erreicht haben, sind Bodhisattvas dem irdischen Leben verbunden. Sie verzichten auf den endgültigen Eintritt ins Nirvana, um allen Lebewesen auf dem Weg zur Erleuchtung beizustehen. Zum Teil sind diese überirdischen Figuren nur durch besondere Attribute zu unterscheiden. Der Bodhisattva der Weisheit, Manjushri, hält ein Schwert zum Schlag ausholend in der Hand. Damit vernichtet er die Unwissenheit. Die andere Hand hält den Stängel eines Lotus, auf dem ein Manuskript liegt. Wichtig ist ja vielleicht auch, dass man weiß, dass ein Buddha nicht immer männlich sein muss. Ne? Die Buddhaschaft ist eigentlich ein Zustand jenseits von männlich und weiblich. Die kann sich mal männlich und mal weiblich zeigen. Deshalb sind im Meditationsraum auch weibliche Bodhisattvas zu sehen, wie die grüne Tara, deren Name auf ihre Körperfarbe zurückgeht. Sie wird stehend oder im entspannten Meditationssitz dargestellt, wobei ein Bein auf der Erde steht. Eine kostbare Krone schmückt ihr Haupt, ihre Hände machen bestimmte Gesten. Die nach unten geöffnete gebende Hand deutet an, dass Tara Wünsche gewährt. Und ihre zum Gruß erhobene Hand besagt, fürchte dich nicht. Am häufigsten finden sich im tibetischen Zentrum in Hamburg der Buddha im Yogasitz, in Meditation versunken. Die linke Hand ruht im Schoß, die rechte Hand berührt den Boden unter ihm. Daran erkennt man den historischen Buddha Gautama, der in unserem Weltzeitalter lebte. Die sogenannte Erdberührungsgeste, das hat auch damit zu tun, dass er quasi die Erdgötter zum Zeugen nimmt, dass er es verdient hat, die Erleuchtung zu erlangen, dass er alle Hindernisse überwunden hat. Oben auf dem Kopf hat der Buddha eine Art Weisheitsauswuchs, dargestellt als Haarknoten. Bei thailändischen Buddha-Statuen erhebt sich daraus eine Stichflamme als Zeichen für die Erleuchtung. Typisch für den Religionsstifter sind auch seine verlängerten Ohrläppchen. Diese langen Ohren stehen dafür, dass er eben früher Schmuck hatte, aber hat darauf verzichtet. Aber alles am Körper ist symbolisch. Seine Robe, dass er Mönch ist, steht für Genügsamkeit. Seine Körperfarbe ist golden und so weiter. Also alle Attribute, die er hat, stehen für bestimmte Eigenschaften seines Geistes. Und wenn man über den Buddha so meditiert, dann entwickelt man selber eher diese Eigenschaften auch. Wenn man einen Buddha sieht, sammelt man gute Anlagen, sogenannte Verdienste, um selber ein Buddha zu werden. Buddha wird meist stehend oder sitzend dargestellt. Liegende Buddha-Figuren zeigen ihn nicht im Schlaf, sondern erinnern an den sterbenden historischen Buddha. Er geht liegend und meditierend endgültig ins Nirvana ein. Die buddhistische Ikonografie, die sich in Indien entwickelt hat, ist bis heute in allen buddhistischen Schulen wiedererkennbar. Vom Theravada in Sri Lanka oder Thailand bis zum Mahayana in Japan, China, Korea oder Tibet. Die Ausbreitung des Buddhismus in Europa könnte aber nach Einschätzung von Oliver Petersen auch Einfluss auf seine Bilderwelt haben. Vielleicht wird sich der Buddhismus in Europa langfristig ein bisschen anders ausprägen. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Tempel weniger Bilder haben, weil bei uns ist sowieso schon viel los in der Außenwelt, ne? Die Tibeter leben in einer wüstenartigen Umgebung, da hat man gerne viele Bilder im Tempel. Im Zen-Buddhismus hat man zum Beispiel auch schon sehr viel weniger Bilder. Man hat allerdings auch eine Statue, aber es ist sonst recht schlicht. Da können Sie sehen, dass im Weltbuddhismus es immer schon verschiedene Ausprägungen gab. Was sich hinter stufenförmigen Stupas und weiblichen Buddha-Statuen verbirgt, das hat uns Mechthild Klein erklärt. Deutschlandradio Kultur. Religionen.
Im Gespräch am Anfang der Sendung klang es schon an. Hier in Deutschland, ebenso wie in anderen europäischen Ländern, ist der Buddhismus für viele Menschen attraktiv, die sich mit den Themen Meditation und Achtsamkeit befassen. Bücher, Vorträge, Kurse, alle möglichen Wege führen zu einem tieferen Verständnis des Buddhismus. Aber wie kommt es, dass ein Mensch, der diese Religion gerade erst entdeckt, dann wirklich sagt, das ist mein Weg, den möchte ich gehen? Persönliche Begegnungen können da ganz entscheidend sein, wie Ursula Reinsch an einem konkreten Beispiel zeigt. Durch das Zusammentreffen mit einer buddhistischen Nonne kam der Frauenarzt Wilfried Reuter nicht nur zum Buddhismus, er entschied auch, ein eigenes Meditationszentrum zu gründen, ganz nah beim Berliner Alexanderplatz. Was fasziniert einen eher nüchtern wirkenden Berliner Frauen- und Notarzt an einer deutschen buddhistischen Nonne so sehr, dass er selbst als spiritueller Leiter das Lotus Vihara aufbaut, ein Zentrum, in dem man meditieren und die Lehre des Buddha lernen kann? Was verbindet den Frauenarzt und die Nonne? Dr. Wilfried Reuter? Der Frauenarzt und die Nonne, beide sind ja nun mal Menschen. Und der Frauenarzt hat viel mit Menschen zu tun und die buddhistische Lehrerin, Nonne, eben auch. Und wenn man sich die Vielfalt der Menschen anschaut, ist das, was die Menschen umtreibt, gar nicht mal so vielfältig. Sondern es sind Dinge, die zu tun haben mit Unerfülltheit, Einsamkeit, Angst, Sinnlosigkeit, einer quälenden Unruhe. Wie kann ich mit meiner Angst umgehen? Was bedeutet der Tod? Das sind Themen, die sind in der Arztpraxis genau die gleichen, wie jetzt in einem buddhistischen Szenario, zum Beispiel in einem meditativen Gespräch. Bei solchen meditativen Gesprächen und auch in ihren Vorträgen ging es Ayakema stets darum, buddhistische Grundlagen und Zusammenhänge einfach und für jedermann verständlich darzustellen. Es sieht so aus, dass wir alle mit 6 Wurzeln geboren sind. 3 heilsam und 3 unheilsam. Alle. Jeder, der hier auf der menschlichen Ebene erscheint, hat alle 6. Die unheilsamen heißen als Überschriften Hass, Gier und Verblendung. Und die heilsamen sind das Gegenteil davon. Liebe, Freigebigkeit und Weisheit. Aber wir können die Unheilsamen mit den Heilsamen ersetzen. Dass wir in der Lage sind, harmonischer mit uns selbst zu leben. Diese Harmonie muss innen empfunden sein. Dann ist es möglich, sie nach außen auch fließen zu lassen. Harmonie nach außen fließen zu lassen. Ayakema versuchte genau das. Ihre Vorträge bei YouTube sind zigtausende Male angeklickt, ihre Bücher in hohen Auflagen verkauft. Wilfried Reuter kannte dies alles nicht, beschäftigte sich mit Christentum, Sufismus, Zen, Meditation. Auf seiner spirituellen Suche fand er irgendwann bei Ayakema seine spirituelle Heimat. An die erste persönliche Begegnung mit ihr im Allgäu erinnert sich der heute 63-Jährige genau. Sie sagte, das Herz kann einem aufgehen, wenn man diese wunderschöne Natur sieht. Das Herz kann einem aber noch weiter aufgehen, wenn man die Lehre des Buddha hört. Und diese Sätze habe ich nicht vergessen. Der zweite Teil des Satzes, das Herz kann einem noch weiter aufgehen, wenn man die Lehre des Buddha hört, hat etwas in mir zum Klingen gebracht. Wir haben dort eine Stunde oder länger gesprochen und danach wusste ich intuitiv, jetzt hat sich mein Leben verändert. Ich glaube, das ist der Mensch, den ich gesucht habe. Als Kind jüdischer Eltern kam Ayakema 1923 in Berlin auf die Welt. Musste vor den Nazis fliehen, lebte in den USA, lange in Australien, reiste durch Asien, kam mit der Lehre des Buddha in Berührung und ließ sich schließlich mit 56 Jahren in Sri Lanka zur Nonne ordinieren. Heute gilt sie zumindest in buddhistischen Kreisen als eine der größten Mystikerinnen des letzten Jahrhunderts. Wilfried Reuter beschreibt die vor 9 Jahren verstorbene Nonne so. Man hatte den Eindruck, sie kennt das Leben, was ja auch stimmte. Sie war immerhin 2-mal verheiratet, sie hat Kinder und Enkelkinder. Sie ist mit dem 2. Mann kreuz und quer durch die Welt gereist. Und dann hatte sie die ganzen Jahre Erfahrung eben als Nonne, als Ordinierte. Das heißt also, sie kannte das weltliche Leben, Familienleben, Eheleben. Sie war Bankkauffrau, also sie konnte mit Geld umgehen.
Was mir gefallen hat, war, dass sich jemand reinversetzt und auch eine praktische Lösung hat. Und nicht irgendwelchen abgehobenen Weisheiten mir kommt. Das war es überhaupt nicht, sondern sie war immer sehr konkret. Und das hat mir gefallen. Die östliche Philosophie des Buddha anzuwenden auf die westlich-weltlichen Lebensbedingungen, das ist auch Wilfried Reuters Anliegen. Es spiegelt sich wieder in seinen Vorträgen, die er bundesweit hält. Darin geht es um Lieben ohne zu leiden, Sinn des Lebens, Krankheit und immer um Meditation. Wer tiefer einsteigen will, kann an mehrtägigen Retreats teilnehmen. Die 42-jährige Krankenschwester Doreen besucht das Zentrum schon seit Jahren, meditiert dort unter Anleitung. Es bringt mir auf jeden Fall Gemeinschaft zu Menschen, und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich in Stille und in Verbundenheit, ohne Worte. Es bringt mir Abschalten vom Alltag und den Fragen des Lebens nachgehen. Den Fragen des Alltags nachgehen und sie dabei immer wieder vor dem Hintergrund der buddhistischen Weisheitslehre hinterfragen. Das soll man im Lotus Vihara lernen und üben. Wilfried Reuter. Für mich geht es darum, das ist meine Verantwortung, die buddhistische Lehre nicht zu verfälschen und sie zu untermauern, zu ergänzen oder wie auch immer mit den Erkenntnissen und den Errungenschaften unserer westlichen Kultur. Neurowissenschaften sind für mich da sehr hilfreich. Die modernen Neurowissenschaften und die Quantenphysik erforschen unter anderem den menschlichen Geist. Sie untermauern zunehmend, dass wir den menschlichen Geist gezielt trainieren können. Diese Erkenntnisse soll der Buddha bereits vor 2500 Jahren gehabt haben. Ayakema, Spiritus Rector von Lotus Vihara, formulierte das in der ihr eigenen einfachen, klaren Sprache so. Ein stumpfer Geist ist lebensgefährlich. Und nicht nur für einen selbst, für die Welt um uns herum. Jeder von uns trägt enorme Verantwortung für die Welt um uns herum. Aber nur können wir dieser Verantwortung nachkommen, wenn wir Geist und Herz läutern und den Geist schärfen. Diese persönliche Verantwortung ist meiner Ansicht nach eines der wichtigsten Unterstützungen für Praktizieren. Wie ein Berliner Arzt durch die Begegnung mit einer buddhistischen Nonne und deutschen Shoah-Überlebenden zu Meditationsleiter wurde, darüber berichtete Ursula Reinsch. Buddhistische Meditationszentren gibt es viele in Deutschland. Ziemlich einzigartig, weil umfassender, ist dagegen ein neues Zentrum für Spiritual Care. Das übersetzt man wohl am besten, wenn überhaupt, mit geistliche Sorge oder Pflege. Ausgangspunkt für das Zentrum ist ein Buch, das vor bald 25 Jahren erschienen ist und mittlerweile in 34 Sprachen übersetzt wurde. Das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben des buddhistischen Meditationsmeisters Sögyal Rinpoche. Er möchte zu einem neuen Umgang mit Sterbenden und mit dem Tod anregen. Und eine Gruppe seiner Schüler versucht nun, diese Gedanken in die Praxis umzusetzen. Und zwar in Bad Saarow, einem alten Kurort im Südosten Berlins. Matthias Bertsch hat das kürzlich eröffnete Projekt Sukhavati besucht und sich angeschaut, wie dort buddhistische Lebensgemeinschaft, Krankenpflege und Krisenhilfe verbunden werden. So, einfach reinkommen. Da müssen wir dann in die Zimmer. Ja, ich habe jetzt zwei Zimmer, also zwei kleine. In diesem hier mache ich alles, also da schlafe ich, da koche ich, da habe ich einen bequemen Sessel und... Dieses Zimmer hier ist dann eher so, ja, so ein Arbeitsraum. Und der Blick auf den See, ich meine, das ist natürlich traumhaft. Einfach. Und hier gibt es eine Vielfalt von Vögeln. Das ist sowas von schön, wirklich, ja. Susanne Roth ist die Begeisterung über ihr neues Zuhause anzumerken. Die pensionierte Kunsttherapeutin aus der Schweiz lebt seit einigen Wochen im ersten buddhistischen Zentrum für Spiritual Care in Deutschland. Der Name Sukhavati ist Programm für den lichtdurchfluteten Flachbau, dessen Apartments alle zum See hin zeigen. Sukhavati ist Sanskrit und bedeutet Ort, der Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit bringt. Und darum ging es bei der Auswahl des Ortes, betont Almut Göppert, die ebenfalls hier wohnt und Sukhavati in den letzten 6 Jahren mit aufgebaut hat.
Als das Projekt initiiert wurde, haben wir den Rat erfragt von zwei tibetisch-buddhistischen Lehrern, Meditationslehrern, wo für dieses Projekt ein guter Ort wäre. Und dann haben sie empfohlen, dass es in der Nähe von Berlin sein solle, an einem See. Und dann haben wir ganz explizit Seegrundstücke in der Nähe von Berlin gesucht, im Umkreis von etwa einer Stunde Autofahrt. Und ehrlich gesagt war es sogar so, dass das erste Grundstück, was angeguckt wurde, hier in Bad Saro war. Und die zwei Personen, die das sich angeguckt haben, haben gleich festgestellt, dass Bad Saro eine sehr besondere Atmosphäre hat. Eine Atmosphäre, die sich auch auf Menschen übertragen soll, die sich in Lebenskrisen befinden, schwer krank sind oder wissen, dass sie bald sterben werden. Für sie bietet Sukhavati 16 Apartments und pflegerische wie spirituelle Unterstützung an. Der Kern des Projektes allerdings sind die derzeit 15 Menschen, die hier als buddhistische Gemeinschaft leben. Für sie ist Spiritual Care immer auch die Beschäftigung mit dem eigenen Leben und Sterben. Es gibt so ein Alter, wo man sich überlegt, und was jetzt? Also wo alles offen ist, wo wieder alles möglich ist. Und so, es ist eine Art eine Sinnfrage, was mit dieser Zeit, die noch bleibt. Und ich bin ja eine Schülerin von Sogyal Rinpoche und ich weiß, dass wenn ich, kenne zum Beispiel die Angst vor dem Tod, das kenne ich. Und ich weiß, wenn ich in Meditation bin, dann geht das einfach weg. Das ist etwas so Kostbares, wenn man einfach diesen Raum in sich spürt, wo sämtliche Ängste weggehen. Sogyal Rinpoche, dieser Name fällt bei Gesprächen über Sukhavati immer wieder. Er ist der spirituelle Lehrer hinter dem Projekt. Über ihn ist auch Almut Göpper zum Buddhismus gekommen, als sie mit 18 ihre beste Freundin durch einen tödlichen Unfall verloren hat. Alle Antworten, die mir in dieser Zeit gegeben wurden durch die bekannten Religionen in unserem Kulturkreis, haben mich nicht wirklich weitergebracht. Und ich bin auf die Suche gegangen und wollte irgendwie mehr über Leben und Tod verstehen, weil mich das sehr bewegt hat, die plötzliche Konfrontation mit der Endlichkeit. Und bin dann eines Tages dem tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben begegnet. Und da stand alles drin, was ich mir selbst schon gedacht hatte und noch viel mehr. Und es war klar, das ist die Richtung, die mir die Antworten gibt, die ich gebraucht und gesucht habe. Auch beruflich hat sich Göppert intensiv mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich bin Strahlentherapeutin und Palliativmedizinerin, habe Palliativstationen mit aufgebaut, sehr viele Sterbende begleitet und fand immer, dass das, was ich im tibetischen Buddhismus gelernt habe, am meisten Sinn gemacht hat, auch in der Begleitung von Sterbenden. Auch in unserem Kulturkreis. Man muss nicht buddhistisch sein, um gewisse Formen der Begleitung gut umzusetzen. Ja, dann herzlich willkommen zur Mittagsmeditation. Wie immer vor dem Mittagessen ist eine halbe Stunde. Im Amitabha, dem Schreinraum, sitzen 8 Menschen im Halbkreis um eine Buddha-Statue. Bevor Stille eintritt und sich die Teilnehmer auf ihren Atem konzentrieren, macht Robert Hofberger, der die spirituelle Gemeinschaft in Sukhavati leitet, ein paar einführende Bemerkungen. Also ein Aspekt von Meditation ist ja, dass wir unseren abgelenkten Geist, unseren umherwandernden Geist nach Hause bringen, zu uns, in unseren Körper erstmal, da wo er hingehört, und dass wir ihn dann sich beruhigen lassen. Wie das gemeinsame Mittagessen in der Cafeteria ist auch die Teilnahme in den Meditationen freiwillig. Keiner muss, aber jeder kann. Das gilt für die Mitglieder der Gemeinschaft, wie für Patienten, Gäste und Pflegepersonal. Bei Sukhavati soll niemand zum Buddhismus bekehrt werden. Und dennoch, die spirituellen Wurzeln des Projektes sind immer wieder spürbar. Auch beim Meeting der 12 Pflegekräfte. Wir wollen ja heute auf jeden Fall auch nochmal über die Patienten reden. Bevor über Patienten und Arbeitskleidung gesprochen wird, gibt es zunächst ein Feedback zur Begegnung mit Sogyal Rinpoche, der Sukhavati wenige Tage zuvor besucht hat. Ich fand das ganz gut, diese erste Frage, die Philipp gestellt hatte, weil wir aus verschiedenen Bereichen kommen, mit verschiedenen spirituellen Hintergründen auch. Einige sind christlich, wir sind buddhistisch, manche sind auch gar nichts. Und dass er dann mal gefragt ist. Naja, alles, was in dem Bereich liegt. Atheistisch, spirituell, genau. Und dass er dann gefragt hat, wie können wir zusammenarbeiten, eine gute Form für ein Zusammenarbeiten. Und da sagte er, es war so einfach eigentlich, ja, das menschlich, seid menschlich mit euch, mit den Gästen, die ihr hier habt, und versucht einfach das gute Herz zu leben.
Fast alle in der Runde waren von der Begegnung mit dem tibetischen Meditationsmeister beeindruckt. Aber die Umsetzung seiner Ratschläge wird nicht leicht sein, gibt Pflegeleiterin Claudia Spahn zu bedenken. Das hört sich natürlich toll an, mit dem guten Herz arbeiten, aber was heißt das im Alltag, ja, mit dem guten Herz arbeiten und als Familie, also hier eine familiäre Atmosphäre gestalten, wenn ich meinen Feierabend haben will als Mitarbeiterin oder wenn ich meinen Urlaub eben plane, wie ich ihn brauche und wie das Team es ermöglicht, aber nicht nach dem Patienten gehe, sondern dann auch fahre, wenn vielleicht jemand stirbt, der hier von mir lange betreut wurde. Wie sich das Zentrum for Spiritual Care in dieser Herausforderung bewähren wird, lässt sich noch nicht beurteilen. Bislang sind nur 2 der Pflegeapartments bewohnt. In einem sind Silke Löhr und ihr mehrfach behinderter Sohn Lukas für ein paar Wochen untergebracht. Hier in Bad Saarow kümmern sich Pflegerinnen und Mitglieder der Gemeinschaft immer wieder um ihn, sodass die Mutter mehr Zeit hat. Für sich, aber auch für ihren Sohn. Das habe ich hier gelernt, dieses im Moment zu sein und einfach genießen zu können, Lukas auf dem Arm zu haben, ihm was zu essen zu reichen, ihm was zu trinken zu reichen, den Sonnenuntergang anzugucken. Und das sind so kleine Momente, die am Alltag einfach untergehen, weil einfach so diese Routine so läuft. Und das wird sehr unterstützt hier, ne? Wirklich diese Momente zu leben. Und man macht das auch gemeinsam, ne? Man ist da nicht irgendwie isoliert, sondern jeder ist irgendwie dabei oder wie es gerade passt. Und die Dinge entstehen immer wieder ganz neu. Und ja, das ist so, es klingt vielleicht kitschig, aber ich schwinge so mit dieser Gemeinschaft. Und das macht mir ganz viel Freude. Bleibt die Frage, wer das Ganze eigentlich bezahlt. Den Großteil des rund 9 Millionen Euro teuren Gebäudes haben wohlhabende Spender aufgebracht, die das Projekt unterstützen. Die laufenden Kosten sollen über die Erstattungen der Kranken- und Pflegekassen abgedeckt werden und über die Miete der Bewohner. Aber auch wer die reguläre Miete nicht zahlen kann, soll nicht ausgeschlossen werden. Es gibt auch subventionierte Zimmer. Denn eines will Sukhavati nicht sein. Ein elitäres Projekt für die, die es sich leisten können. Also ich finde nicht, dass das elitär ist. Ja, ich habe meinen Beruf ja auch aufgegeben, weil ich fand, dass das Spirituelle mir wichtiger war. Dementsprechend verdiene ich viel weniger Geld. Aber das ist mir nicht wichtig. Mir ist es wichtig, mich innerlich weiterzuentwickeln. Und mir ist vor allen Dingen wichtig, zu wissen, was ich mache, wenn ich sterbe. Und dafür habe ich mich auf den Weg gemacht. Ja. Sukhavati, ein Ort für Leben und Sterben in buddhistischer Gelassenheit, Matthias Bertsch berichtete. Den Link zur Website des Zentrums finden Sie, ebenso wie die Manuskripte, die Beiträge und die ganze Sendung ohne Musik zum Nachhören auf unserer Website deutschlandradiokultur.de.